Moin und herzlich willkommen, wenn es wieder heißt, der Flachlandradler unterwegs. Ich muss aber dazu sagen, jetzt muss ich Grüß Gott sagen, denn ich bin in Österreich. Ja, mein Sommerurlaub startet jetzt. Ich bin hier am Eusiacher See, da habe ich eine Ferienwohnung gebucht für 14 Tage. Und von da aus werde ich wo hoffentlich schöne Touren starten können. So wie heute, ja, die lange Anreise vom ganz vom Norden steckt mir noch in den Knochen. Ja, so werde ich heute nur eine kurze Tour machen um diesen See herum, noch ein paar kleine Absteche und dann komme ich wieder zurück zu meiner Ferienwohnung. Ja, das ist eine sehr lange Anreise gewesen, ich merke das noch. Und heute ist es echt schön frisch, 20 Grad, also das ist auch sehr ungewohnt für hier. Ja, aber leider hat es ja auch alles einen Haken, denn es hat hier viele, viele Tage kurz vor meiner Anreise sehr, sehr viel geregnet. Der See hat so 30, 40 cm Hochwasser und nur ein paar Kilometer weiter östlich, Klagenfurt und Slowenien ist auch nicht weit, da herrscht Katastrophenalarm. Ich habe hier noch ein bisschen Glück gehabt bei der Anreise hier. Das ging noch alles gut, aber es ist wirklich alles klitschenass. Es läuft von allen Poren aus den Hängen heraus. Also ja, das war schon nicht ohne hier. Aber so wie es aussieht, wird es jetzt richtig, wirklich sehr schön. Heute kann es noch mal ein Gewitter vielleicht geben, aber kein Dauerregen mehr. Die atmen alle hier jetzt auf. Ja, und ja, hier ist leider immer alles privat, aber ich habe eine Ferienwohnung direkt am See, da mit privatem Badeplatz. Also ich könnte jederzeit rein. Der ist auch noch gar nicht so abgekühlt. Ja, ist wirklich ein tolles Plätzchen hier. Ja, Wörthersee ist nicht weit, Millstätter See ist nicht weit, die ganzen Kärntner Seen. Slowenien, Italien ist nicht weit. Ein paar Bergstraßen nach oben gibt es hier auch. Ich bin aber nur mit dem Gravelbike hier und dem Rennrad, meinen neuen. Damit werde ich so richtig hier durchflitzen, hoffe ich, wenn die Anreise jetzt aus den Knochen ist. Und dann hoffe ich, es gibt schöne Bilder auf dieser kurzen Tour um den Eusiacher See und vielleicht noch ein bisschen mehr. Also dann wünsche ich viel Spaß dabei. Kilometer bin ich jetzt auf der anderen Seite. Von hier sieht man sogar den Block, wo meine Ferienwohnung ist für die nächsten 14 Tage. Richtig schön in der Sonne. Wie gesagt, eigene Badestelle. Richtig super. Man kommt ja eigentlich auch fast nie ran an den See. Entweder ist Baden verboten oder alles ist privat. Ja, das war gerade eben doch etwas wieder matschig. Ein paar Kieswege gefahren. Eieiei. Und die Straßen oder Radwege. Also mit Rennrad muss ich mich da wieder auf Schlaglöcher einstellen. Also toll ist das nicht. Aber egal, ich werde das hier genießen. Heute besonders ziemlich ruhig. Bin ja schon über eine Stunde unterwegs. Für nur 13 Kilometer. Ja, hier ist echt wirklich was los. Ja, da hinten die Kirche, man sieht ja nur die Turm. Aber wow. Boah, jetzt wird es auch heiß. Was heißt heiß? 20, 22 Grad soll es halt werden. Aber nach dem kalten Sommerwochen jetzt, dann knallt das doch ganz schön rein. Aber wunderbar. Man sieht auch hier wieder, es ist etwas Hochwasser. Und wie gesagt, die Schotterwege waren sehr matschig oder teilweise überflutet so ein bisschen. Ach, das Rad sieht schon wieder aus, aber egal, schaut euch das an. Ach, es ist doch wieder schön, unterwegs zu sein in den Alpen. Einfach klasse. Jetzt geht's von Ossiach weiter, immer weiter da längs. Irgendwo da hinten ist dann auch Villach. Also ganz komme ich nicht rein heute. Das wird ein anderer Tag sein. Einfach nur klasse hier. Ja, ich genieße es ein bisschen heute.
man gönnt sich ja sonst nichts. Ein schönes Radler, eiskalt. Und ein Eis, das tut jetzt gut. Nur nach 20 Kilometern, das ist alles easy. Nach den Kilometern, die ich sonst immer fahre. Aber wie gesagt, heute ist ein bisschen irgendwie der Wurm drin. Wahrscheinlich so ein bisschen, vielleicht Stupfen so ein bisschen. Oder also die lange Anreise natürlich. Aber es ist trotzdem sehr, sehr schön. Ein schöner Wind ist hier durch. Oh, das erfrischt richtig. Ja, und das wird jetzt auch erfrischen. Ja, tolle Strecke hier, geht immer hoch und runter. Lässt sich gut fahren, richtig easy, macht richtig Spaß. So als Anfang, so als kleiner Anfang ist das richtig toll. Naja, dann Prost. Ich kürze die Tour jetzt doch noch ein bisschen ab, weil ich wollte noch zu einem anderen kleinen See hochfahren, damit ich so 40 Kilometer schaffe, aber das wird nichts. Überall quillt das jetzt, Gewitter überall. Ich fahre jetzt die letzten 7 Kilometer statt 17 jetzt weiter Richtung Ferienwohnung. Kilometer vom Ziel. Ist jetzt doch noch mal Regen. Ist nicht viel, aber ich stelle mich erstmal unter. Der Wind ist ja doch frisch. Warte das Moment ab. 10 Minuten, Viertelstunde, dann wird das aufhören. Und hier, wie immer, alles privat am See. Da kommt man nicht ran. Aber naja, schön ist es trotzdem. Die letzten Kilometer gehen gleich weiter. Geschafft. Nach 30 Kilometern gerade mal bin ich wieder hier. Es langt auch, also es ist echt überall grau. Es regnet überall, teilweise gewittert. Es wird ja immer mehr noch. Zum Nachmittag ist es jetzt 16 Uhr. Ja, war ganz okay. Mehr konnte ich heute auch irgendwie nicht. Irgendwie bin ich noch ein bisschen gerädert. Aber es kommen wahrscheinlich noch schöne, andere schöne, schöne Touren. Das war jetzt nur mal kurz um den See. Ich wurde ja eigentlich noch ein bisschen länger, aber das Wetter hat es verhindert. Aber es wird auf jeden Fall besser. Ich hoffe, es hat denn gefallen, diese kleine Runde um den Ossacher See, Ossiacher See. Richtig schön. Es ging ein paar Höhenmeter hoch, aber nichts Weltbewegendes. Also das kann man auch bewältigen. Ja, so, jetzt ist der Tag vorbei. Ich ruhe mich wieder aus. Alles ist jetzt gerade hier alles wieder nass geworden. Naja, mal egal. Rad wird nochmal wieder gesäubert. Und dann schauen, was ich morgen mache. Also, denn bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, der Flachlandradler unterwegs, diesmal in den Bergen. Ja, also, tschüss, euer Flachlandradler, Thorsten.